Ja, hallo Leute, willkommen zu meinem nächsten Projekt. Wir spielen heute Harvest Moon, A Wonderful Life. Erschien 2004 für den Nintendo GameCube und das Spiel ist wirklich schon so uralt. Wow, es ist... Ja, es ist alt und ich muss sagen, ich habe es auch schon lange nicht mehr gespielt. Ich habe das Spiel jetzt 5, 6, keine Ahnung wie lange nicht mehr gespielt. 5, 6, 7 Jahre, keine Ahnung. Lange Zeit nicht mehr gespielt. Und ich habe es ja gesagt, wir müssen mal ein neues Harvest Moon anfangen. Ich will auch viele verschiedene Harvest Moon zeigen. Also wird es Zeit, ein weiteres traumhaft schönes Harvest Moon zu zeigen. Und wenn man von traumhaft schön schon redet, gibt es nur zwei Dinge in diesem Leben. Das ist einmal Harvest Moon, A Wonderful Life und einmal natürlich mein Kaiulein. Du bringst mich gerade ein bisschen in Verlegenheit, Helmut. Ich muss mein Kaiulein dann dabei haben. Das ist natürlich dann Pflicht, wenn wir schon ein neues Harvest Moon spielen. Es ist dann auch noch so ein wundervolles Spiel wie A Wonderful Life ist, was auch noch im Namen liegt. Dann, ja. Ich freue mich, sage ich jetzt mal, allein wenn ich diese Musik schon höre. Wir machen einfach ein neues Spiel. Alleine wenn ich diese Musik schon höre, dann ja, flippe ich halb schon aus, sage ich jetzt einmal. Because it's a wonderful life. Ich führte ein normales Leben. Und war nicht unglücklich dabei. Bis ich dann auf diesen Mann traf. Takakura. Er war ein Freund meines verstorbenen Vaters. Er brachte mich hierher. Dein Vater und ich hatten denselben Traum, weißt du? Hat er vielleicht nie erwähnt. Aber ich werde dir alles erzählen. Es war ein düsterer Sonntagmorgen und die Sonne ging langsam hinter meinem stark erregierten... Gehen wir lieber weiter zu deiner Farm. Dieses Stück Land hier. Dein Vater und ich fanden es gemeinsam. Es gibt ein paar alte Gebäude und einige brache Felder. Diese Musik. Dieses Spiel. Es ist nun dein Schicksal, dich dieser Farm hier anzunehmen. Ich werde dir aushelfen. Er und seine Augenbrauen. Oh ja. Lass mich dich herumführen. Dies ist die blaue Scheune. Hier leben das Vieh, Pferde und Schafe. Später zeige ich dir das Innere. Wie das klingt. Nebenan ist der Werkzeugschuppen. Dort sind das schwer lesbare Werkzeugregal. Das andere Regal. Alleine das andere Regal. Das dachte ich auch gerade. Und so ein Zeug. Genau, und so ein Zeug. Lagere deine Werkzeuge dort. Werkzeuge, die du bald benötigst, tue ich in das Werkzeugregal. Nicht in das andere. Samen tue ich in das andere Regal. Benutz sie. Benutze sie. Dies ist das Futterlager. Gib Milch etc. zum Versenden hier rein. Ich nehme es am nächsten Tag mit in die Stadt. Wenn ich was kaufen soll, schreibe es einfach in das Hauptbuch. Alter, was hat der eigentlich für Riesenfüße? Ja, das haben wir auch. Ja, nicht so riesengroß wie er. Dies ist der Hühnerstall, wo die Hühner leben. Ich dachte, da sind die Ziegen drin.
Gedanken. Diese Hunde sind wohl Streuner. Scheint dich zu mögen. Ich frage mich gerade, ob sie kochen könnte. Willst du einen behalten? Ja. Den anderen koche ich. Chop Suey. Oh nein. Mag schon, nimm einen. Den anderen schmeiße ich in die... Ich weiß schon, welchen ich nehme, Kaio. Okay. Aber du kannst gerne sagen, welchen du haben wollen würdest. Spitze Ohren. Genau, den nehme ich. Yeah! Und ich weiß auch schon einen Namen. Gut, jetzt gib ihm einen Namen. Na, Kaio, wie werde ich ihn wohl nennen? Ich weiß es nicht. Soll ich dir einen Tipp geben? Ja. Es ist ein Weibchen. Ja, aber bitte nicht Kaio. Oh nein, du nennst es Maya? Ja. Oh. Maya wird mit J geschrieben. Echt jetzt? Ihr habt die mit J geschrieben? Mhm. Ja, dann schreibe ich es halt mit J. Ich hätte sie auch mit Y geschrieben, aber meine Mama besteht auf J. Ich hätte es gedacht, weil Y sieht doch sauberer aus, finde ich. Ja. Aber okay. Soll ein Herzchen hinten dran? Ja, wir lieben Maya. ach ja, also Leute, Maya ist der Hund meiner Eltern. Und Maya ist echt süß. Passt so, oder? Ja. Maya und ein Herzchen. Ja. Guti. Das werde ich meiner Mama erzählen. Hashtag Super Mario. Ja, lieber Super Mario, ich wollte schon sagen. Na gut, für den anderen finde ich schon einen Kochtopf, Besitzer. Später baue ich ein Hundehaus für den kleinen Racker. Für die kleine Rackerin, bitte, Takakura. Und schließlich dein Haus. Hey, das ist ein Haus mit Dach. Das ist ja das ist ein besseres Haus als bei deiner Tierparade. Hier war kein Russ am Werk. Wollte ich nur mal kurz angemerkt haben, wenn man sich alleine dieses Haus mal anschaut, dann war hier kein Russe, der irgendwelche Vormieter umgeschossen hat und mit Blut an die Wand geschrieben hat, dass er wiederkommt. Und hier sind noch keine Leichen vergraben. Das ist eine saubere, aufgeräumte Farm. Stimmt, das ist wirklich schön da. Und diese Bäume im Hintergrund. Oh. Wollte ich nur mal gesagt haben. Also die Hütte sieht echt richtig süß aus, muss ich sagen. Ist eine richtig schöne Hütte. Na, stimmt. Nicht so eine Bruchbude. Hab's ein bisschen verbessert, aber es ist noch viel zu tun. Ja, das sieht man, dass du es ein bisschen verbessert hast. Ja, definitiv. Mein Haus ist da hinten, das im Rotlichtbezirk. Mein Haus ist übrigens neben dem Futterlager. Du wohnst auf meiner Farm? Zahlst du auch Miete oder irgendwie sowas? Du wohnst auf meinem Grundstück. Das ist eigentlich Hausfriedensbruch. Das ist mein Grundstück. Meins. Da wohnen meine Bitches. Mehr brauchst du momentan nicht. Du solltest bald mit dem Ausbau hier anfangen. Komm mal für eine Sekunde mit. Gehen wir mal hier hinter die Scheune. Oh. Hier zwischen den Bäumen. Oh, gehen wir rein, da ist es schon dunkel. Aber wie? Für den Anfang habe ich dir eine Kuh besorgt. Was ich übrigens mal kurz an dem Spiel erwähnen muss, was ich ja sehr toll an dem Spiel finde, die Kühe sehen hier wirklich toll aus, finde ich. Also ich finde, die sehen hier wirklich süß aus. Und wir selber, der Charakter, den wir steuern, finde ich vom Design her auch ziemlich cool. Muss ich nur mal kurz so erwähnen, ich mag das Design vom Spiel. Und ich muss auch noch mal kurz was erwähnen. Ihr seid gerade in eine kleine Scheune reingerannt und guckt mal, wie riesengroß die von innen ist.
Das ist so eine spezielle Scheune wie die Handtasche von Hermine. Ja, wahrscheinlich. Aber ich muss sagen, ich finde die braunen Kühe auf deiner Tierparade auch richtig süß. Die sind auch schön, das stimmt, ja. Aber du hattest da leider keine braune. Ja. Aber die braunen sind echt süß. Das Futter kommt hier rein. Ich gebe ihr einen Namen. Ja. Ich glaube, wir brauchen gar nicht überlegen, wie wir sie nennen, oder? Brauchen wir wirklich überlegen? Jeder, der mich kennt, weiß, wie ich meine Kühe nenne. Milka. Nein, die erste heißt nicht Milka. Milky. Nein. Fuck. Meistens nenne ich sie Muku. Scheiße, stimmt. Aber in deine Tierparade habe ich sie, glaube ich, wirklich die erste Milky genannt. Ja, ne? Ich glaube, ich habe sie Milky genannt. Aber normalerweise nenne ich meine ersten Kühe Muku. Muku. Einfach weil Mu. Und das ist eine Kuh. Ja, echt, da wär jetzt keiner drauf. Auf den Supernamen bin ich früher gekommen, wo ich noch ganz klein war und das erste Mal Harvest Moon gespielt habe. Da war ich noch ein ganz, ganz kleiner Bimpf und mir ist kein Name für meine Kühe eingefallen. Dann habe ich die halt einfach Muku genannt. Alle? Anfangs ja. Ist das geil. So, Muku, ein schöner Name. Und mittlerweile, es hat halt so angefangen und es hat sich halt dann so eingebrannt, dass ich irgendwie immer Muku nenne. Ist doch okay. Es ist halt Muku. Das ist das Muttertier. Es sind so diverse Namen. Muku, Milky, Milka nenne ich sie auch oft. Das sind so Namen, die sich eingebrannt haben. Das gleiche gilt für Pferde. Da nenne ich es immer Epona. Ja. Das hat sich von Zelda einfach so eingebrannt. Und bei den Hühnern ist es noch schlimmer. Oh. Was sich da alles eingebrannt hat. Und der Ente nenne ich irgendwie immer Donald. Und meine Hühner immer Kiki, Kuku, Koko, Keke. Ja, das hat sich halt so eingebrannt, ne? Ja. Muku, ein guter Name für unsere erste Kuh. Hey, meine erste Kuh. Meine. Nicht unsere. Sie hat vor 10 Tagen geboren. Ja. Takakura, du kannst perfektes Deutsch. Oh, scheiße. Ich glaube, da kommen noch mehr solche Dinger. Dazu muss ich sagen, meine Freunde, dieses Spiel strotzt nur so vor Rechtschreibfehlern, Grammatikfehlern und Übersetzungsfehlern. Dieses Spiel ist regelrecht darin paniert, sage ich jetzt schon beinahe mal. Darin paniert? Was ist das denn? Das Spiel besteht wirklich zum größten Teil aus solchen Fehlern. Und es hat brutal viele Bugs. Nichtsdestotrotz ist es eines der schönsten Spiele, die ich jemals gespielt habe. Und ihr werdet auch sehen, warum. Aber sie hat vor 10 Tagen geboren. Ja. Du kannst sie jetzt also melken. Sie ist gesund. 2-mal am Tag ist gut. Gut, Takakura. Danke. 2-mal am Tag ist gut. Ja, ja, das sagt meine Frau auch immer zu mir, wenn ich sie melke. Oh. Ja, ja, Takakura. Oh, ich mag diese Augen, diese Kringelaugen so. Und dieses Geräusch. Ja, so machen die. Das wär's. Oh ja, dank dir für die Farm. Denk dir für die Farm einen Namen aus. Welchen willst du? Müssen wir jetzt wirklich lange überlegen. Auch da habe ich natürlich einen Namen, den ich immer benutze. Ich glaube, es hat was mit... Ich nenne sie immer Lon Lon. Ja. Ja, ich habe sehr viel Zelda gespielt. Fast gar nicht, nein. Ich habe in meiner Kindheit sehr viel Zelda gespielt. Und es waren immer die gleichen Zelda-Teile, weil kein neues Zelda rausgekommen ist. Ich habe sehr viel Zelda gespielt. Weißt du, was ich dir auch zugetraut hätte? Hm? Wenn du deine Farm Springfield genannt hättest. Auf die Idee bin ich noch nie gekommen. Und das passt auch
passt da gar nicht rein, das brauche ich nicht mal nachzählen. Nee, das stimmt, das passt nicht. Aber ja, du bist halt so ein Simpsons-Freak. Tja. Long Long, ja, das ist doch auch geil. Long Long Farm, wie? Na, klingt ja gut. Ich sollte ja aber noch was über die... Ja, ich finde den Namen halt scheiße. Ich meine, schau mich doch mal an, wie ich hier so gebückt vor dir stehe. Ich hab's im Kreuz. Ich finde den Namen echt scheiße. Er muss ja irgendwie durch die Augenbrauen durchgucken können, deswegen muss er sich so bücken, damit er ja, so da drunter herlupen kann. Genau. Ich sollte dir noch etwas über die Leute hier in der Gegend erzählen. Also, wenn du hier Bitches aufreißen willst, dann brauchst du solche Augenbrauen wie ich. Du musst dich allerdings selbst rasieren, vorstellen. Da ist Tim, der den Gasthof führt. Seine Frau Ruby und ihr Sohn Rock. Wie stelle ich dich vor? Ach stimmt, ich habe noch gar keinen Namen für mich eingegeben. Geil. Ich wollte schon sagen, ja, wie wär's mit meinem Namen? Aber dann, ach halt, ich habe noch gar keinen Namen eingegeben. Weißt du, was ich übrigens lustig finde? Jeder Mensch liest Namen anders. Ich habe immer Ruby gelesen und nicht Ruby. Also ich habe immer Ruby genannt. Du bist halt so ein Knallharter, weißt du. Deswegen heißt es bei dir Ruby und bei mir heißt es Ruby. Leute, was klingt besser? Ruby oder Ruby? Ich glaube, das ist einfach... ich glaube, das ist Geschmackssache und es kommt doch sehr viel drauf an, was man... was für Spiele man gespielt hat, weil, ja, denke ich mal, das kommt auch stark drauf an, weil zum Beispiel bei so kindlichen Spielen, da wird das alles eher Ruby ausgesprochen. Wenn wir jetzt irgendwelche aggressiveren Spiele spielen würden, dann würde es eher Ruby ausgesprochen. Finde ich jetzt wenigstens. Bestes Beispiel Kingdom Hearts. Mhm. Da wird alles sehr, sehr kindlich ausgesprochen, aber... Echt? Ja. Ja. Okay. Da wird alles sehr kindlich ausgesprochen. Egal. Ich meine, Spike. Spike. Wie soll ich mich sonst nennen? Spike. Ja, Spike klingt immer ein bisschen härter. Spike? Na gut, ich dachte zwar, dass du anders heißt, aber habe ich wohl falsch in Erinnerung. Ich dachte, der Name wäre Hänschen Oberschnitt. Ja, was für eine Scheiße du überkommst. Und außerdem ist bei Ihnen ein Mädchen namens Nami. One Piece! Wenn es doch nur diese Nami aus One Piece wäre. Das sind Galen und seine Frau Nina. Alter, das ist so ein mürrischer Bock. Ja, das stimmt. Der sieht schon wie ausgegraben aus irgendwie. Oh, die ist ja süß. Das ist Chris. Kein weiterer Kommentar dazu. Das ist Chris. Kein weiterer Kommentar dazu, zu diesem Namen für eine Frau. Naja, von Christina vielleicht? Das sind Wally und sein Sohn Huck. Huck. Schau dir sein Gesicht an, dann weißt du, warum er Huck heißt. Hackfresse. Griffin führt die blaue Bar, wo Mafia arbeitet. Romana lebt in der Villa mit ihrer Enkelin Lumina. Du musst bei Romana ein bisschen aufpassen, sie ist verbuggt bis zum geht nicht mehr. Dies ist der Butler Sebastian. Da ist sie, da ist sie! Vesta leitet eine Farm wie deine. Gottes Willen! Ich glaube, ich muss aufpassen, dass sie mich nicht auffrisst. Das da drüben ist Vestas jüngerer Bruder Marlin. Celia hilft auf der Farm.
Hier kannst du Saatgut kaufen. Hallo, Celia. Hallo. Sie schaut her. Die ist so süß. Finde ich auch. Ich mag die total. Ich glaube, man hört gar nicht raus, wenn ich heiraten werde. Gar nicht. Nein, überhaupt nicht. Natürlich Sakakura. Wen denn sonst? Genannt Busch. Dort leben auch noch andere Leute. Im Busch. Die Zwillinge. Die Feuerwerkskörper machen. Ein Künstler. Ein Typ, der ständig Experimente macht. Ja. Du denkst halt genau das gleiche wie ich, weißt du? Ja, schon. Ja, ja, das denkt man automatisch, wenn man dieses Spiel kennt. Ja. Der Typ, der Experimente macht, ja. Ja. Oh, das wird so lustig. Und ein Gitarrist. Alle etwas seltsam. Ja, vor allem der Typ, der irgendwelche Experimente macht. Alle etwas seltsam, wenn du mich fragst. Dem werden wir noch öfter begegnen. Ja, und das Problem ist, ich brauche ihn. Tja. In dem Zelt leben ein Wissenschaftler, seine Assistentin. Hauptsache, man tut einen Punkt hin und hat dann erstmal 5 Leerzeichen. Ja. Anstatt dass man einfach 2 Buchstaben hintut. Und sich die Lücke schließen würde? Ja! Nein, man schreibt ein U und ein Punkt und 10.000 Leerzeichen. Und man denkt sich so, what the fuck ist das? Sie buddeln wohl irgendwas aus. Sie buddeln wohl irgendwas aus. Ne Buddel voll rum. Sie buddeln. Das wär's schon. Du musst müde sein. Gönn dir ein wenig Ruhe. Frag mich ruhig, wenn du was nicht verstehst. Bis dann. Jetzt kommen meine Daily Soaps. Wer war nochmal Fleck? Oh, ach, weißt ja, du es nicht? Ja, ja, ich muss jetzt kurz überlegen, okay, wer nochmal Fleck war. Dann braucht man natürlich so eine etwas niedlichere Stimme. Ein Erdtümmel, ich habe noch nie eine gesehen. Das sagt Fleck. Ja, Leute, es hat gerade ernsthaft ein Ehrentewichtel gesagt, er hat noch nie einen Ehrentewichtel gesehen. Genau das ist es, was ich meine. Ja. Es sind teilweise so dumme Übersetzungen. Wer ist es? Wer ist es? Aber wer ist das? Es gibt keine anderen Ehrentewichtel außer uns. Wer ist es? Wer ist es? Jetzt, wo ich dran denke? Also, wer ist es? Ich liebe die drei. Oh, Gutschiku. Spike? Das ist es, der Erdtümmel namens Spike. Oh, verstehe. Sternchen. Ich bin Nick. Schön, dich zu sehen. Mein Name ist Nick. Schön, dich zu sehen. Ich bin Fleck. Schön, dich zu sehen. Ich habe noch nie zuvor einen anderen Erdtümmel gesehen. Und Spike muss kacken. Ja. Ich liebe die Erntewichtel. Ich liebe sie einfach nur noch. Also das muss ich sagen, aus allen Harvest Moon sind das meine absoluten Lieblingserntewichtel. Ich liebe sie. Ich finde die drei so goldig. Sie sind doch echt süß. Einige Tage später. Oh yeah. Wie du es wolltest, begann ich auf der Farm zu arbeiten. Der Anfang. Kapitel 1. Oh, wie so gemütlich das da aussieht, ne? Ganz wichtig. Zuerst Start. Ganz wichtig, meine Freunde, Start drücken. Denn jetzt wollen wir kurz mal etwas erklären. Folgendes. Ihr habt es vielleicht gerade eben schon gesehen. Die Zeit verläuft in diesem Spiel grundsätzlich überall. Egal wo du bist, die Zeit läuft. Und zwar schnell. Ihr habt es ja gesehen.
diese paar Sekunden, bis ich Start gedrückt habe, das sind schon wieder 2 Minuten vergangen. Aber gleichzeitig muss man sagen, es sind erst 60 Minuten, bis eine Stunde um ist. Also, kann man sehen, wie man will. Bin jetzt mal gespannt, wie lange das so ein Tag ging. Ja, was einem dem Spiel gleich auffällt, sage ich jetzt mal, es tut mir leid, Caillou, aber es ist diese atemberaubend schöne Musik, die einem da gleich auffällt, sage ich jetzt mal. Ah, das ist okay. Nur zur Erläuterung, ich höre die Musik gerade nicht. So, hier haben wir jetzt unser Inventar. Unser Inventar ist begrenzt. Wir können hier nur begrenzt Items lagern. Aber 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25. Das bedeutet 250, das bedeutet 350, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. Das bedeutet 350 Items können wir lagern. Ich wette, du hast dich mit Sicherheit verzählt. 14 mal 25. 350. Naja, gut. Mal gucken. 4 mal 25 sind 100. Und 10 mal, 10 mal 25 sind 250. Ja, das stimmt. So. Also wir haben hier sehr viel Platz. So. Dann können wir hier teilen. Und zwar einmal in alle Kategorien. In Essen, Samen, Feldfrüchte, Molkerei, Werkzeuge und andere. Das ist ziemlich cool. Also das ist ziemlich cool, muss man sagen. Ja. So. Dann. Hilfe! Melker! Drücke A-Knopf nahe einer Kuh. Wie das aussieht, plopp. Man muss dazu sagen, das ist das erste 3D Harvest Moon. Das jemals erschienen ist. Man hat natürlich krampfhaft versucht, jetzt irgendwie cool zu sein und hier schön 3D-Sprites einzubauen. Zur damaligen Zeit war das cool, zur heutigen Zeit ist das teilweise ein bisschen peinlich. Aber zur damaligen Zeit war das cool. Ja, ist so. Okay. Ja, wir sehen es. 3000 G haben wir. Und jetzt schauen wir uns noch kurz die Stadtkarte an. G für Gold? Ich finde den Namen des Tals, wo wir leben, schön. Vergiss mein Nicht-Tal. Ich finde den Namen wirklich schön. Villa! Romanas Villa, ich kann Lumina Klavier spielen. Hören. Ihr müsst euch das mal so vorstellen. Wenn wir von hier bis zur Villa gehen, brauchen wir, glaube ich, eine Stunde. Er läuft eine Stunde. Und er hört sie Klavier spielen. Hat die an ihr Klavier irgendwelche Ghetto-Boxen angeschlossen? Oder was? Wenn der Wind richtig steht. Ein paar Häuser. Wally und andere leben hier. Ja, gut Wohngebiet. Blaue Bar, Griffins Laden. Blaue Bar hat gute Getränke. Wie das klingt. Tim und Robbie betreiben den Gasthof. Die Karte ist in dem Sinne die unnützeste Karte, die es jemals wahrscheinlich in einem Harvest Moon gab. Die Karte zeigt gar nichts. Nee. Es sei denn, ich vergesse jetzt irgendwas. Es kann ja sein. Aber diese Karte zeigt, was ich weiß, gar nichts. Ja. Diese Karte ist unnütz bis zum geht nicht mehr. Die zeigt mir nicht mal die Öffnungszeiten an. Ja. Also diese Karte ist wirklich extrem unnütz. So. Hier haben wir unseren Fernseher. Hallo, es wird etwas wolkig heute. Das frohe Landleben. Heute sprechen wir über das Feld. Habt ihr eine Frage, Sid und Jack? Nein, haben wir nicht. Geh in die Küche kochen. Das Fischtagebuch. Ayo! Heute wollte ich einen großen finden. Ich fuhr in meinem kleinen Boot durch brechende Wellen zu einem Angelplatz, wo nur das Rauschen... Ach, halt doch die Fresse. Dein Horoskop von heute, ein normaler Tag. Oh, spannend.
großartiges Horoskop. Das, was ich dazu sagen möchte, es gibt tatsächlich einen dieser Kanäle, den man gebrauchen kann. Und der einzige Kanal, den man gebrauchen kann, ist der hier. Netto? Ja. Warum ist das der einzige, den man gebrauchen kann? Weil man so ein bisschen cheaten kann und das Wetter beeinflussen kann. Man speichert vorm Schlafen, schläft, schaut am nächsten Tag nach, was für ein Wetter ist, zeigt er gutes Wetter an oder das Wetter, das man will, spielt man. Zeigt, ist es ein Wetter, das man nicht will, dann lädt man einfach neu und schläft erneut. So kann man das Wetter hier beeinflussen. Und das konnte man auch in anderen Harvest Moons. Ja, das stimmt. Ja, hier haben wir unsere Küche. Wir können von Anfang an gleich ein bisschen kochen. Wähle ein Rezept, Salat und Suppe. Wähle die Zutaten. Ich möchte einmal bitte Luft, Luft und Luft. Das wird ein Luftsalat, yay! Yay, lecker! Lecker! Oh, schön. Ein kleiner Schrank. Es ist ein anderer Schrank. Takakuras Notiz. Ja, hier stehen halt ein paar Tipps drin im Sinne von, ja, Tiere, Feldfrüchte, Geschäft. Also ein paar Tipps halt. Das Übliche halt. Konfigurieren. Sound, Stereo. Nein, ich möchte ihn weiter Stereo behalten. Anzeige. Lass an. Rumble. Eine Anzeige, lass an. Rumble an natürlich. Dann kann ich mir nämlich den Controller schön in meine Hose stecken. Ja, das wird doch mit dem Spiel ein bisschen schwierig, aber ist okay, Helmut. Wichtig, meine Freunde, ein Tipp nur, auch wenn ihr Frauen seid und euch den Controller dann dementsprechend einführen, in der Hand, in der Hand halten würdet und es schön wäre, wenn es vibriert, macht es wie bei Final Fantasy X, Rumble aus. Es gibt Spiele, die kommen mit dem Rumble-Feature klar. Und es gibt Spiele, die übertreiben es mit dem Vibrieren. Und diese Spiele betreibt Letzteres. Und zwar wirklich auf einem ganz neuen Level. Daran erinnere ich mich gar nicht mehr so genau. Brise ist an. Ausschalten? Ja. Ja, man kann hier Musik hören. Das ist das Tolle an dem Spiel. Man kann entscheiden, was für eine Musik man hört. Gott, ich liebe dieses Spiel. Ja, das ist echt cool. Hallo, oh, Maya. Oh, wie süß. Zuerst rennen wir hier hinter. Denn hier haben wir was zum Essen. Beifuß, genau. Starker Geruch. Ah. So, als Hundefutter. Stimmt. Ach ja, man konnte da ja alles Mögliche reinlegen, ne? So, dann gehen wir jetzt, halt. Wichtig, meine Freunde. Wichtig, ihr seht es, Alter, wie die Zeit vergeht. Ihr seht es, geht jetzt nicht in die Scheune. Tut es einfach nicht. Tut euch selbst den Gefallen und geht nicht in die Scheune. Warum? Die Kühe sind Langschläfer. Die Kühe sind Weiber. Die sind brutal zickig, wenn man die aufweckt. Echt? Das weiß ich nicht. Oh ja. Zaun, um trächtige Kühe zu isolieren. Schön. Die Kühe sind da sehr pissig. Ah, das ist so schön, dieses urige Harvest Moon, ne? Helmut, das macht so Spaß. Es ist ein wunderschönes Spiel, muss man sagen. Es ist echt toll, dass du das spielst. Ja, hallo, es ist eins meiner absoluten Lieblingsspiele und ich habe gesagt, ich spiele alle Harvest Moon, die ich kenne. Da schwelgt man halt echt so in Erinnerung, wenn man das jetzt alles wieder so sieht. Oh, das wenn ist man so seine toll. Kindheit damit verbracht hat, dann ja. Und ich habe mal ein bisschen Kindheit mit Harvest Moon verbracht. Ja, jetzt muss ich überlegen, wie ging das jetzt nochmal? So? Ah, so. Alles klar. Schwere Sichel. So, wie benutze ich die? Ach, ja, genau. Das war ja der Kack.
Man muss sich so hinstellen und warten, bis der Benutzen steht. Und dann kann man sie benutzen. Das ist richtig kacke gelöst. Das ist in anderen Harvest Moons besser gelöst. Sehr viel besser. Mit diesem Markieren und so, ne? Und dann automatisch... Richtig. Das heißt, du kannst erst zu der Kuh nach 6 Uhr... Ich gehe jetzt mal rein. Achtung, meine Freunde, zuhören.